Danke, Niklas. Sehr schön. Willkommen zum Voskis Jeopardy. Jetzt schon zum vierten Mal tatsächlich, zum zweiten Mal in echt. Zweimal war Corona. Wir freuen uns riesig, dass auch noch so viele hier geblieben sind. Für das Highlight der Voskis natürlich heute jetzt sind hier. Denn das Highlight kommt danach. Das ist die Verabschiedung und der Sektempfang. Wir haben jetzt sogar Teams gefunden, was mich sehr freut. Es war relativ schwierig. Ihr wart richtig mutig. Ihr seid top. Ihr seid die Besten, die es gibt. Es wird spannend. Es wird wehtun. Das sind ganz leichte Fragen dieses Jahr. Genau, da schon mal direkt ein Dank an die Personen, die mal Fragen eingereicht haben. Es ist immer relativ schwer, es ist relativ viel Arbeit. Wir haben eben noch ein bisschen was umgebaut. Deswegen danke an die, die sich da Gedanken gemacht haben, was geschickt haben. Das hilft ungemein bei der Vorbereitung. Wer redet hier eigentlich? Neben mir steht Matthias, letztes Jahr Jeopardy gewonnen. Mittlerweile Doktor, das hängt zusammen, glaube ich. Ah. Also die Preise sind groß. Genau, Johannes Kröger, euer Mitmoderator mit Matthias heute zusammen hier. Es wird bestimmt ganz viel schief gehen, lasst euch drauf ein, es wird bestimmt witzig. Bevor ich weiter loslege, großen Dank an die Sponsoren. Ihr seht da vorne schon einen großen Haufen, das ist der Preishaufen dieses Jahr. Wir haben sehr viele Preise gekriegt von insgesamt 10 Sponsoren. Ich lese sie mal vor, ich konnte es mir nicht merken. Camp2Camp, vielen Dank. Konet, ISB, Voskis4G aus Tartu hat was beigesteuert. Das Hamburger Beraterteam HBT, IndieScale, der LGV, O'Reilly-D. OpenCage Data, OpenGIS und die Wear Group. Vielen, vielen Dank an die Sponsoren. Dann übernehme ich das jetzt einfach mal vorzustellen, was so angekommen ist. Hannes hat auch gesagt, er hat so eine Quietsche-Ente sogar gespendet. Wenn jemand richtig gut erklären kann, dann kommt die Rubber Duck, genau. Genau, wir haben uns gedacht, wir verpacken das einfach schon mal, diesen Geschenkehaufen. Und wir haben jetzt die Geschenke zum Teil befüllt, also es gibt 2 Rucksäcke. Ja. Und die sind natürlich nicht leer. Ne? Wir waren mal so frei und haben da schon ein bisschen was reingesteckt. Ich zeige jetzt mal so ein bisschen, was da drin sich versteckt. Es steht einmal so ein bisschen Proviant aus der Schweiz. Torte der Nusch, Bündner Nusstorte hätten wir da zum einen. Dann ist eine Trinkflasche, soweit ich weiß. Was haben wir hier? Outdoor-Katalog. Also wir dachten draußen, ne? Essen, Trinken, alles dabei. Da müsste jetzt, wenn ich mich nicht irre, genau, hier noch eine Kopflampe dabei sein. Das wäre das eine. Also wir haben ein Outdoor-Paket für die, die gerne nach draußen losziehen. Eigentlich komisch, wenn einer der großen Preise eine helle Leuchte ist. Genau, das gibt es quasi nochmal ähnlich mit einer großen Trinkflasche. Mit oh, hier sind also 2 Sachen ineinander mit Honig, mit Tasse. Mal gucken hier. Kombiniert. So, das sind natürlich die Special-Preise. Wir haben es natürlich auch ein bisschen einfacher gemacht und haben jetzt auch noch ein paar ordinäre Voskis-Tüten befüllt, so mit einer Karte. Dann gibt es Notizen, ne? Also die offensichtlich nicht gewonnen haben, die ersten, die müssen sich noch Notizen machen, damit sie was lernen. Und Tasse hier ist immer ausgepackt, ne? Link ahead. Loves Voskis. Die Tassen sind im Wesentlichen identisch. Hatte dann nur noch ein großes Unterschied. Was wir hier verpackt haben, ist, sagen wir mal so, der Familienpreis. Ja, Dorfromantik, das Brettspiel. Genau, also falls der Familienabend naht und nicht unklar ist, was kommt, und das mal kein Programmieren sein soll, sondern mal was anderes, mal ist mit der Familie. Das Brettspiel ist vorhanden. Genau,
Wir haben dann auch noch von der Phos4G schon ein bisschen Vorschau, aber das würden wir dann interaktiv verteilen, haben wir uns überlegt. Genau, es gibt viel zu gewinnen. Die Messlatte ist sehr hoch. Ihr müsst euch gleich betteln. Bevor ihr euch bettelt, können wir mal gucken, dass wir das Spiel noch mal kurz einführen. Für das Publikum gibt es auch eine erste Kategorie, die war uns eben zu schwer. Ich habe sie gemacht, Matthias fand sie zu schwer, musste sie raus. Ja, da habe ich gesagt, nee, das geht überhaupt nicht. Also. Genau, das Prinzip kennt ihr wahrscheinlich noch und wenn nicht, erkläre es nochmal. Es gibt so Felder, jetzt hier nur eine Kategorie, deswegen sind die auch so riesig groß. Die können gewählt werden. Da erscheint dann ein Satz oder ein Bild oder sowas in der Art. Und dann stellt man als Kandidat die Frage, die dazugehört. Ist total bekloppt, macht man bei Jeopardy so, fragt mich nicht warum. Da ist jetzt vielleicht gleich bei 100, ich mache mal als Beispiel einfach. Das war laut. Genau, zum Beispiel dieses Bild zu sehen und die richtige Antwort wäre dann die Frage, was ist denn das Logo von der Phos bis 2024? Und wenn ihr es richtig macht, dann kommt zum Beispiel ein glückendes Geräusch raus. Wir machen mal ganz kurz eine Runde fürs Publikum. Ihr könnt auch was gewinnen. Das ist schwierig, ihr habt keinen Buzzer. Von daher, wir versuchen mal die Person, die als erstes Möp schreit, also Möp, die darf dann auch antworten. Ich hoffe, das klappt, dass wir eine Person identifizieren können, sonst müsst ihr fair sein. Na, ansonsten denkt dann, wir haben noch die Klassifikation, ne? Wolltest du die T-Shirts da verteilen oder? Weiß ich jetzt gerade nicht mehr. Hier werden erstmal das Buchgutscheine für. Okay. Genau. Also, seid ihr bereit? Finger an den Buzzern. Ihr müsst gleich Mörp oder irgendwas in der Art schreien. Hier kommt die erste Aufgabe. Was für ein Logo ist das? Du hast recht, Matthias. Da sucht man oft nach Informationen. Ja, da geht man dahin. Richtig. Genau, ich wiederhole es einmal für alle. Stacks Exchange für GIS, genau. Mail uns nachher, du kriegst einen Buchgutschein bei O'Reilly. Genau, so funktioniert's. Jetzt wird's noch schwerer. Was für ein Logo ist denn das? Richtig. Basemap.de. Oh ja, ab jetzt müssen Fragen gestellt werden. Richtig. Hier ist ein Logo dargestellt. Was wäre denn die Frage, die dann dieses Logo beschreiben könnte? Ich habe ein Map gehört. Was ist das Stack-Logo? Richtig. Cloud-native und modern. Und letzte Publikumskategorie hier. Ich hab's mir fast gedacht. Ja, also ist es eigentlich so eher unser Kern mit dir, oder? Ja, und wie heißt sie? Also du darfst auch sagen, wie sie heißt. Das ist der. Richtig. Was ist die Eurocato? Oh, jetzt habe ich es weggemacht kurz. Entschuldigung, oh nein. Genau, die Eurocato ist vom 9. bis 11. September in Wien. Konferenz zu Kartografie sehr zu empfehlen. Schnell anmelden, bevor die Plätze wieder weg sind. Genau. So, ihr habt das Spiel begriffen. Ihr müsst Fragen stellen. Vielleicht sind die streng und fordern das ein. Das müssen wir mal sehen. Wir sind ganz lieb und nett hier vorne. Habt ihr Teamnamen oder wollt ihr einfach 1, 2, 3, 4 heißen? Ich frage mal rüber an die Gruppe hier drüben. Habt ihr einen lustigen Teamnamen, den ihr nutzen wollt oder reicht euch Team 1? 01? 0 Watt? Null Island. Müssen wir noch irgendwo herausfinden, welcher Buzzer welcher ist? Ja. Oh ja, machen wir gleich. Oh, guter Punkt. Null Island, ihr steht hier. Hierher bitte. Team 2. Ja, habt also am besten eine Gruppe drum, dass er dann draufhauen. Team Grün. Wunderbar. Moment, egal, jetzt seid ihr Team 2. Team Grün. So, jetzt müssen wir gucken, wo die 2 sich verbirgt. Möcht ihr mal draufhauen?
Niklas, einmal hauen. Ob das die 2 ist? Wahrscheinlich nicht. Nee, das ist die 4. Das ist da hinten. Die 3. Okay, da wo Matthias jetzt steht, da ist euer Buzzer. Dann kommt das nächste Team. Habt ihr auch einen lustigen Namen? Genau, der ganz äußere. Null Island und Team Grün sind bisher die Teamname. Okay. Die lange brauchen? Nein. Die überlegt noch kurz, habt ihr einen Namen? Für? Oh, schön. Dann kriegt ihr den Buzzer ganz hinten bei Matthias. Ist es durcheinander jetzt, aber die Reihenfolge hier muss stimmen. Webmerkator. Bahnt ja schon wieder Chaos. So, dann wollen wir mal sehen, ob es noch alles funktioniert hier. Das ist der alte, genau. Ich muss einmal die Backups löschen. Und dann geht's gleich los. Zack. Dieses Frickelzeug hier. Genau, euer Buzzer ist der, der noch frei ist. Ich glaube, der 2. Nee, genau, das ist der. Der bei Matthias ist noch frei. Genau, hier ist mit einem Buzzer. Die Bühne ist zu klein. So, wir haben das Problem oder das Glück, glaube ich fast, dass wir auf der Bühne leider sehr schlechte Akustik haben. Ich hoffe, ihr könnt uns verstehen, das halt so ein bisschen. Also am besten Gespräche eher minimieren, auch im Publikum gerne vorne eher ruhig sein. Matthias und ich haben Mikros, wir laufen dann rum zu euch, also ihr haut gleich rauf und dann kommen wir mit Mikro zu euch und dann sprecht ihr rein, damit alles genau auch im Stream mitkriegt. Eins noch zu den Mikros, die sind gerade noch muted, ihr müsst draufdrücken, bevor ihr reinsprecht. Machen wir so, genau, sie liegen bereit, ihr nehmt sie, das kriegen wir gleich hin. Genau. So, wir brauchen einen Zufallsgenerator. Wer zuerst eine Zahl zwischen 1 und 4 schreit, ist der Zufallsgenerator? 3. Team 3 fängt an. Das wäre das Team Für. Oh. Ich würde sagen, wir fangen mit Inseln 100 an, weil wir das Team Für sind. Wo steht Für? Ganz hinten. Ihr seid Für. Drückt mal kurz auf euren Buzzer. Ihr seid Team 3. Dürfen wir jetzt immer klappen? Ach so, ja. Team Für fängt an. Ist egal, das wird schon funktionieren. Genau, ihr könnt euch jetzt eine Kategorie auswählen und eine Punktzahl. Es macht eigentlich nicht viel aus, außer dass ihr halt entscheiden könnt, wo ihr anfangen wollt. Es gibt kein Doppel-Jeopardy oder was in der Art. Ihr könnt einfach gucken, wo ihr starten möchtet. Genau, gerne mit dem Mikro, damit alle es auch mitkriegen können. Einmal anschalten. Genau, für die Archive mit Mikro. Wir haben uns für Inseln 100 entschieden, weil wir das Team Für sind. Schauen wir mal. Genau, seid bereit, Finger an die Buzzer. Die erste Aufgabe, Inseln für 100. Diese Insel ist die größte Insel Deutschlands und das Team Grün, ist es richtig? Seid ihr Team Grün? Ja, super, Gott sei Dank. Oh, eigentlich schon egal, gucken wir mal. Mikro, oder? Genau, Mikro und dann gucken wir mal. Was ist Rügen? Was ist Rügen? Absolut richtig. Und ihr könnt direkt die nächste Kategorie und Punktzahl auswählen. Nasse Grenzen 100. Nasse Grenzen für 100, was sich da wohl verbirgt. Dieser Fluss bildet die Grenze zwischen Deutschland und der Schweiz. Genau, Null Island. Was der Rhein? Absolut korrekt. Hier. Lass mal, was auch immer Hummel Hummel ist, 300. 100? 100? 300. Die Herstellung langer Schiffstaue war namensgebend für diese Straße. Echt? Oh, warte mal kurz. Drück nochmal. War's zu langsam. Aber Team Grün hat den Buzzer. Das seid doch ihr. Ja.
Genau, also es ist ein bisschen verwirrend. Die Farbe, die im Hintergrund ist, ist dann das Team, das es geschafft hat. Was ist die Reeperbahn? Was ist die Reeperbahn? Absolut richtig. Die Technik klappt doch wunderbar. So, ihr könnt wieder eine neue Kategorie auswählen und eine Preiskategorie. Team Grün. Voskis 200. Voskis für 200. Der Voskis e.V. ist ein Local Chapter dieser gemeinnützigen Organisation. Und Team Null Island. Was ist die OSMF? Absolut korrekt. Weißt du sogar noch ein zweites Local Chapter? Das ist nämlich eine Fangfrage, aber du musst nur eine nennen. Die Punkte hast du schon. Wie? Siehst du gerade. Achso, von OSGO natürlich. Ja, ja, absolut korrekt. Genau. So, was ist denn mit Függer und mit Webmerkator? Ich möchte gern zahlen 200. Ich habe nicht zugehört, Entschuldigung. Zahlen 200. Die Akustik hier vorne ist richtig fies, das heilt total. Die Kategorie haben Matthias und ich eben nochmal angeguckt und haben sie stark überarbeitet. Ich weiß nicht, was sich dahinter verbirgt. Ah. Wie? Jetzt wird. Was ist? Wie fragt man denn sowas bitte? Also ich habe Probleme, die Frage zu machen, ne? Also du willst eine Frage, du willst eine Zahl fragen. Ja. Ist ja ein bisschen, ach so, ist ein bisschen fangmäßig, ne? Weil es ist die Multitypen, ne? Sind die jetzt mit drin oder nicht, ne? Jetzt nicht hier auf Zeit spielen. Zack, zack, zack. Dann sage ich, was sind, also wie soll ich das fragen? Ich meine, so viele. Also du kannst eine Zahl nennen. Was ist die Zahl 6? Das ist leider falsch. Sorry. Wasser ist offen und Team Webmerkator. Ist die Anzahl 7 die Anzahl der Geometrietypen in GeoJSON? Ist eine Frage gewesen, oder? Ja, ja, ist die okay. Anzahl. 7, Punkt, Linie, Polygon, Multipunkt, Multilinie, Multipolygon und Geometrie Collection. Absolut richtig. Ja, ja. Damit könnt ihr neue Kategorie und Punkte auswählen. Form und Formate 300. Form und Formate, mal gucken, was sich da verbirgt. Matthias. Von diesen dateibasierten Datenbankenformaten, GeoPackage, FileDataBase und SpatialLight, basiert nur dieses nicht auf SpatialLight. Und Föhr hat gedrückt. Ich würde sagen, achso, ich muss eine Frage stellen. Oh Gott, wie stellen wir denn eine Frage? FileGeoDatabase ein Format, das nicht auf SQLite basiert? War das eine Frage? Ja. Wollen wir es gelten lassen? Ja, auf jeden Fall. Absolut richtig. Dann nehmen wir Abkürzungen 300. Abkürzung 300. NFDI. Und das Team Null Island ist ganz schnell dabei. Ja. Was ist die Abkürzung für nationale Forschungsdateninfrastruktur? Souverän. Bisher sehr ausgeglichen. Also eine gute Antwort und die Person oder das Team führt. Null Island, wo soll es weitergehen? Genau. Was hatten wir noch nicht? Wir hatten eigentlich alles schon, ne? Da machen wir mal ein bisschen schwere, nasse Grenzen auf 400. 500? 400. 400. Nee, wir tasten uns ran. Oh ja. Dieser Fluss teilt zwei afrikanische Länder, die einen relativ ähnlichen Namen haben. Was ist der Kongo? Richtig. Ab in die Führung für Team Grün. Wo soll es weitergehen? Inseln 400. Inseln für
400. Diese Ostseeinsel teilt sich Deutschland mit einem Nachbarland. Was ist Usedom? Richtig. Ich guck mal kurz ins Publikum, bevor ihr die nächste auswählt. Inseln kennt ihr euch bestimmt auch sehr gut aus. Wir machen es wie eben, wer zuerst Möp schreit oder irgendwas anderes, was witzig ist. Ihr könnt auch, was kann man noch so rufen? Huhu. Wer zuerst Huhu ruft, der darf antworten oder die darf antworten. Zu welchem Land gehört denn die Weihnachtsinsel? Hä, gibt's die wirklich? Ich habe ein Huhu gehört. Leider nicht Frankreich. Du verlierst Punkte. Auch nicht. Aber nah dran. Vielleicht früher ganz richtig gewesen. Früher vielleicht mal. Ja. Da ist noch ein Huhu gewesen. Richtig. Ein Buchgutschein geht an dich. Melde dich später bei uns. Sehr schön. Team Grün, wo soll es weitergehen? Ihr habt eben, glaube ich, wieder richtig gelegen, ne? Abkürzung 100. Abkürzung für 100. Finger an die Buzzer, das ist richtig schwer. OSM. Und Für möchte antworten. Möchte fragen. Was ist die Abkürzung für OpenStreetMap, könnte das sein? Absolut korrekt. Wo geht's von Für aus weiter? Wo geht's hin? Da wir weit hinten liegen, nämlich was mit hoher Zahl und wir werden es nicht beantworten, aber mit Volker, Form und Formate 500. Okay. Form und Format 500. Für Kartendaten dieser Art wird meist das S57-Format verwendet. Ein hartes Duell hier zwischen zwei Teams. Team Für, ihr wart zuerst. Was ist das Kartendatenformat für Seekarten? Richtig. Ja, das mit den hohen Zahlen läuft da wunderbar. Voskis 500. Voskis für 500. sehr passend, Jörg. In diesem Jahr fand die erste Voskis-Konferenz statt. Ich musste die Antwort anpassen, nachdem Jörg den Eröffnungsvortrag gehalten hat. Frage, die kam, weil ich es am Anfang falsch gesagt habe, ne? Genau, also gemeint verwirrt. Ist die erste Veranstaltung von der Veranstaltungsreihe, die jetzt Voskis heißt. Ja. Gedrückt hat dieses Webmercator-Team, nicht für... Weiß es jemand von euch? Genau. Ja, hochgepokert, nichts verloren. fand im Jahr 2003 die erste Voskis-Konferenz statt. Absolut korrekt. Genau, ich glaube bis 2006 war es noch ein Anwendertreffen um Map-Server und dann später wurde es wirklich die Voskis 2006. Aber oder Graskis. Ah, oh. Ja. Wenn die Teilnehmer den Moderator verbessern, dann sind sie gut aufgestellt zum Gewinn. Ja. Historische Fragen, gutes Stichwort. Publikum, wollt ihr wieder mitmachen? Die kam, glaube ich, im Gespräch mit Niklas irgendwann mal. Also Niklas hat auch eine Kategorie eingereicht, da ging es dann um Ellipsoide. Zwei Antworten wusste ich noch, zwei kannte ich überhaupt nicht und dann kam Krasowski, den Namen fand ich mal witzig. Krasowski war so, hahaha, klingt nach einem witzigen Ellipsoid. Rund um Ellipsoide, ihr kennt ja alle Greenwich, hoffe ich mal, denke ich mal, heutzutage als Nullmeridian meistens verwendet. Also da läuft dann quasi 0 Grad durch. In welchem Jahr war das denn? Dass Greenwich der offizielle Nullmeridian wurde. Da hat die internationale Meridiankonferenz getagt, wenn ich es richtig gelesen habe vorhin. Nee, die kommt nicht von dir, aber das wäre auch zu einfach gewesen. Weiß es jemand im Saal? Ja. 1898? Leider nein. Doch, es war am Ende hochgehend. Das würde ich im Publikum gelten lassen, bei euch nicht. Dann würde ich sagen, wer im Chat noch dabei ist, kann es auch reinschreiben. Ich versuche dann später rauszufinden, wer es ist. Oder ihr schreibt uns später nochmal, wenn es richtig war. Richtig wäre 1884.
Zumindest laut Wikipedia. Ganze Weile her. Ja, 150 Jahre bald, kann man Jubiläum feiern. So, die Webmercator. Ihr wisst, wo ihr seid. Ihr seid wieder dran. Ihr könnt euch wieder was aussuchen. Ja, wir nehmen Hummel Hummel 200. Was schlecht zu verstehen hier drüben? Hummel Hummel 200. Hummel Hummel für 200. Hummel Hummel geht um Hamburg. 80.000 Quadratmeter in Hamburg dringend benötigte Büroflächen. Das war so. Sollte dieser Neubau. So ein Österreicher ist daran schuld. So ein Österreicher ist daran schuld. Oh ja, ein Österreicher war das tatsächlich. Ja, Team Grün. Ihr meint es zu wissen. Was ist der Elbtower? Genau, der Elbtower. Fast so kostengünstig wie die Elbphilharmonie. wenn du möchtest, kannst du Punkte kriegen. Also keine Jeopardy-Punkte, aber Sternchen. Genau, Hummel Hummel. Wer kennt Hummel Hummel? Wem sagt das was? So ein paar Leuten. Nur wer ist total verwirrt, was Hummel Hummel bedeuten soll? Noch mehr. Ich rufe mal rein in den Saal. Hummel Hummel? Ist doch ganz easy. Ist ein Hamburger Gruß einfach. Frag mich nicht, was es bedeutet. Aber jetzt wisst ihr was. So begrüßt man sich in Hamburg immer morgens. Also jeden, den ihr seht, morgens einfach Hummel Hummel entgegenrufen, fröhlich. Und gucken, was passiert. Team Grün hat schon wieder abgesahnt. Führt hier ganz ordentlich mit 1400 Punkten. Auf Platz 2 ist Für mit 900. Platz 3... Die 3857 und Null Island bisher ganz, ganz hinten dabei. Ja, dauert noch ein bisschen. Mal gucken, was die anderen wählen. Team Grün, ihr könnt wieder auswählen. Inseln 500, bitte. Inseln für 500. So, Team Null Island, ihr wollt hohe Zahlen? Ihr kriegt hohe Zahlen. Dann bitte ich um die Formulierung, was du jetzt sagst. Du stellst die Frage und beantwortest selber, indem du das nochmal vorliest, damit alle nochmal wissen, was da steht. Das war zu verwirrend, oder? Nein. Was hat das Vereinigte Königreich von Großbritannien und Nordirland im Helgoland-Sansibar-Vertrag 1890 an das Deutsche Reich abgetreten? Das würde noch ein Fleißsternchen geben, das war eine perfekte Frage und Antwort in einem. Genau, Helgoland. Großbritannien, Entschuldigung. Wo soll es weitergehen, Team Grün? Dann Hummel Hummel 500. Ich fände es gut, wenn ihr langsam auch was falsch sagt, allgemein die Teams. Ihr seid bisher alle so, dass ihr immer richtige Antworten gebt. Ich glaube, es ist zu einfach geworden. Hummel Hummel für 500 Punkte. Dieser deutschlandweit einzigartige Umzugshelfer, in Anführungszeichen, sorgt jeden November für sehr viel Aufmerksamkeit. So, als kleiner Tipp vielleicht. Lohengrin bei Wagner, da kommt auch einer daher. Team Grün wagt es. Ja, das war der Schwan. Und das war denn ein Schwan? Aber, also, was soll der Schwan denn umziehen? Du hast nur Schwan, also der Schwan war die Antwort? Nochmal? Ich dich auch nicht. was war der Schwan? Leider nicht korrekt als Antwort hierfür. Leider ordentlich witzig. Das ist aber schon gar nicht mal so falsch. Weiß aus dem Publikum jemand? Da sehe ich einen, zwei. Noch jemand, der noch nicht Huhu oder Möb geschrien hat? Ich glaube, ihr wart schon mal dabei. Ich dachte mir, die sind schwer. Es gibt den sogenannten Schwanenvater. Der fährt die Alsterschwäne nachts im Winter ins Quartier und im Frühjahr wieder auf die Alster. Und das schon seit vielen, ich glaube, hunderten von Jahren fast. Die Alsterschwäne sind in Hamburg ganz was Besonderes. Man darf sie auch nicht beleidigen, wie so mancher Rapper irgendwann mal feststellen musste. Es gab einen, der einen Schwan ein bisschen unflätig behandelt hat. Genau, der Schwanenvater wäre es gewesen. Endlich wisst ihr mal was nicht. Ist ja schon viel zu langweilig geworden. Absolut. So, wo darf es weitergehen? Ich würde mal sagen, Null Island, ihr seid mit am meisten Potenzial dabei hier. Ihr könnt euch mal aussuchen, wo es weitergehen soll.
Ja, Null Island. Bitte Abkürzung 400. Abkürzung 400, Finger an die Buzzer. Wofür steht denn ADV? Was ist die Abkürzung für die Arbeitsgemeinschaft der Vermessungsinstitute der Länder? Helfgestell. Verdammt. Die Kategorie ist wieder offen für die anderen Teams, falls ihr es versuchen wollt. Oder Niklas nochmal. Team Grün. Arbeitsgemeinschaft der Deutschen Vermessungsverwaltung. Jetzt muss ich ins Publikum gucken. War das eine Frage? Wer ist die Arbeitsgemeinschaft der Deutschen Vermessungsverwaltung? Absolut korrekt. Sehr schön. Team Grün, wo darf es weitergehen? Nasse Grenzen 500. Nasse Grenzen für 500 Punkte. Jetzt wird's nass. Was sehen wir denn hier als gestrichelte Linie dargestellt? Gedrückt hat Team Grün schon wieder. Was ist die Nordsee? Leider nein. Also man sieht sie auch auf dem Bild, aber auch nicht ganz, glaube ich. Gemeint ist der gestrichelte Bereich. Das war leider falsch. Und die Webmerkator möchten gerne antworten. Alle möchten antworten, aber Webmerkator war als Erster. Waren als Erster. Was ist die Deutsche Bucht? Man sieht sie auch, aber auch das ist nicht korrekt. Super Kategorie. Ich finde, Team Grün kann noch ein paar Mal versuchen. Aber Föhr hat jetzt tatsächlich mal als Erste. Ihr könnt so oft ihr wollt. Team Föhr. Mikro ist noch aus. Und mich versteht man auch schlecht. Ich versuch's mal, wie sieht die Grenze vom Wattenmeer aus? Ich bewundere euren Mut. Jetzt traut sich niemand mehr. Also man nennt es auch Entenschnabel, an der Form erkennen wir so ein bisschen. Es gibt ähnliche Gebiete, die von den anderen Ländern in die Gegend so reinreichen. Hier ist jetzt nur das Deutsche dargestellt. Null Island, eure Chance. Was sind die Grenzen der deutschen ausschließlichen Wirtschaftszone? Das ist euer Sprung auf Platz 2. Und das ist auch wieder passend für eine Publikumsfrage, schnell. Wieder mal an die Leute hier im Raum, wobei, doch, wir machen gleich mal eine für den Chat auch, falls im Chat noch welche dabei sind. Ihr kriegt auch gleich noch ein paar Fragen. Aber für den Raum hier, wir hatten jetzt gerade was mit Ländern, hier war eben gerade auch ja, ein bisschen Grenzgebiet, sage ich mal, zu sehen. Ihr könnt gleich wieder Arm hochreißen oder was rufen. Welches Land hat denn die kürzeste Grenze mit Deutschland? Das Schöne ist ja, Minuspunkte gibt es für euch nicht, ihr könnt einfach mutig sein. Das höchste ist Mittelmarge, da habe ich einen Möb gehört. Luxemburg ist leider falsch. Da war noch jemand? Doch nicht? Okay. Noch eine Chance? Möchte jemand versuchen? Einmal leise bitte. Natürlich. Welches Land hat die kürzeste Grenze mit Deutschland? Stimmt, gute Frage. Also ich glaube, dass es die kürzeste deutsche Grenze ist. Also von Deutschland, welches Land die kürzeste macht? Ja? Leider nein. Nein? Dänemark! Falls es umstritten ist, das Wort von uns vorne hier hat die Macht. Meld dich nachher bei uns, dann kriegst du auch einen Buchgutschein zugeschickt. Sehr schön. Ich will gerne wissen, was die Antwort, was ich denke, was richtig ist. Aber ich denke mal, das müsste schon gestimmt haben. Wurde auch eingereicht. Wir hoffen es mal. So, Null Island. Ihr habt die Chance, wieder eine Kategorie auszuwählen. Wir möchten in der Kategorie Abkürzung 500 eine Frage stellen. Abkürzung 500. Ich weiß nicht, was es ist, aber es wird bestimmt
gar nicht mal so schwer sein, glaube ich, vielleicht. Mal gucken. Stack! Und Null Island. Denk dran, eine falsche Antwort gibt Minuspunkte. Ich weiß, ja. Es geht eh alles im Bach runter dann, ja. Was ist die Abkürzung für Spatial Temporal Access Catalog? Jetzt muss ich selber spucken. Ich glaube aber, was hast du genau gesagt fürs A? Fürs A? Also nochmal das A? Guck nicht so nervös. Also ich habe Access verstanden. Ja, habe ich auch gesagt, ganz ehrlich. Also, aber war falsch dann, ne? Leider nein. Leider falsch. Buzzer ist gleich wieder offen. Jetzt und Für hat es geschafft. Was ist die Abkürzung für Spatial Temporal Asset Catalog? Wollen wir es gelten lassen? Sehr schön. Ich glaube sogar Catalogs am Ende. Also bei OpenStreetMaps hätte ich gemeckert, bei dem jetzt gilt Catalog auf jeden Fall auch. Sehr schön. Wo darf es weitergehen? Für, ihr könnt euch aussuchen. Dann nehmen wir Form und Formate 400. Form und Formate für 400. So, die Startform für die Buzzer bitte einnehmen. Gute Körperhaltung hier. Und dieses moderne spaltenbasierte Datenformat bewegt sich erst seit kurzem auf dem Geodatenparkett. Webmercator. Ist Geoparquet das spaltenbasierte Datenformat, das sich auf dem Geoparkett bewegt? Genau, was ist, hätte auch gereicht. Richtig, wie auch immer man es ausspricht, keine Ahnung. So, wie sieht's denn aus? Von hinten nach vorne, Null Island, ihr seid noch in den Startlöchern. Ihr könnt richtig Gas geben. Die ganze Energie ist noch da, sehr schön. Dann kommen die Webmercator, das Team, auf Platz 3. Für auf Platz 2 mit 900 Punkten und Team Grün mit 1300. Aber es ist alles noch möglich, eine Menge Punkte sind noch auf dem Tisch. Team Webmercator, wo soll es weitergehen? Wir nehmen nasse Grenzen 300. Nochmal? Nasse Grenzen 300. 300, ja, gerne. Dieses Land hat mit 2080 Kilometern die längste Küstenlänge der Welt. Und gebuzzert haben schon wieder Team Grün. Ich muss jetzt raten, aber ich weiß, dass Kanada sehr groß ist und sehr viele Inseln hat. Deswegen ist meine Frage, was ist Kanada? Ich hätte jetzt witzig gefunden, wenn das Team Mercator gesagt hätte Grönland. Aber ja, Kanada ist auch sehr groß und richtig. Wo soll es weitergehen? Vosges 100. Vosges 4100, das sind die schweren Fragen hinter den 100er Fragen. Das dritte S in Vosges steht dafür. Und für, glaubt es zu wissen. Software. Was? Nein, wofür steht das drin? Nee, Moment. Wie ist denn die Frage dazu? Scheiße. Das dritte S steht, ich krieg die Frage nicht formuliert. Moment, wir müssen kurz in uns gehen. Nicht zu kompliziert denken. Nicht? Das dritte S da drinne, wofür steht das? Aha. Muss wissen, Jörg ist doch kein Mitglied. Software steht für welchen Buchstaben im Vosges? Namen. Leider nein, lieber Jörg. Sobald ich drücke. Genau, sorry, ja, hätte ich sagen können. Genau, Team Grün. War wohl falsch. Aber ein Fehler, der jedem passiert. Team Grün, ihr habt gebuzzert. Womit wird SOS abgekürzt? Leider auch nicht. Finger an die Buzzer und Webmercator, eure Chance. Ja. Wofür steht System? Ich sehe schon die Öffentlichkeitsarbeit und die Bildungsarbeit muss noch ein bisschen. Sehr schön.
Ihr könnt euch eine Kategorie wieder auswählen. Ja, sehr passend dazu, ich möchte gerne Zahlen 300. Zahlen für 300. In dieser Dimensionszahl liegen Geländemodelle üblicherweise vor und die Null Islander meinen es zu wissen. Was ist die dritte Dimension? Was ist die Dimensionszahl 3? Ja, eher nicht. Matthias ist schuld. Ja, okay, wie kriege ich die? Also wenn ich die vorliegen, also wie ich sie sozusagen runterlade. Also wie viel, also naja, es gibt ja so verschiedene 1D, 3D, ne, 4D. Ich würde sagen, da gibt es irgend so eine Zahl und danach. Also 3D ist es auf jeden Fall nicht. Da würde ich ein Veto einlegen. Also wenn sie vorliegen, dann klar, wenn es ein zweidimensionales Rasterfile ist, wo die Zellenvalues quasi da sind, dann ist es zweidimensional. Ja. Ne? Ja, mal gucken, was die anderen sagen. Zur Not gibt es einen Trostpreis. Aber die Buzzer werden wieder frei. Okay. Und Team Lab Mercator möchte was sagen. Ist 2,5 die Dimensionszahl, in der Geländemodelle vorliegen? Genau, die wollten wir hören. Aber stimmt, ist diskussionswürdig. Besprechen wir später. 2,5D. Okay, ja, super, so einfach war's. 300 Punkte. Minus. Und Webmercator, ihr könnt wieder eine Kategorie und eine Punktkategorie auswählen. Ich möchte gerne Zahlen 400. Zahlen für 400. Diese Versionsnummer hat GrassGIS erreicht. Und Webmercator? Ist 8 die Versionsnummer, die GrassGIS erreicht hat. Absolut korrekt. Team Grün, es wird eng für euch. 100 Punkte trennen euch noch. Und Webmercator, ihr könnt wieder auswählen. Hummel, Hummel, 400 diesmal. Hummel, Hummel für 400. Etwa 120 Kilometer nordwestlich entfernt von Hamburg liegt dieser Stadtteil. Und Föhr hat einen Stadtteil gefunden. Ein Mikro einmal an Föhr? Ja. Also Föhr, ja. Was ist Helgoland? Nein. Leider nein. Helgoland gehört, glaube ich, zu Pinneberg. Nee, warte mal. Ich glaube schon, ich weiß nicht aus dem Kopf. Leider falsch. Team Grün. Was ist Neuwerk? Absolut richtig. Hannes, genau, eine Frage aus dem Part Bildungsauftrag. Erklär das doch noch mal ein bisschen, Hannes. Wie denn? Also Hamburg hat, glaube ich, so eine Exklave irgendwo in der Nordsee aus irgendwelchen historischen Gründen. Und das ist ja. Neuwerk inklusive der unbewohnten Insel Scharhörn, wenn ich mich recht entsinne. Ja. Ich war überrascht, in der Stabi-Führung gestern Morgen war auch ein Gebiet bei Cuxhaven, also auf dem Festland, war auch zu Hamburg gehörig. Genau, also wir haben eine Insel noch, gehört zu Hamburg-Mitte als Bezirk. Lohnt sich mal hinzufahren, ist sehr gemütlich und klein. Team Grün, ihr seid wieder dran. Form und Formate 100. Form und Formate für 100. Dieses Geodatenformat wird für den Datenaustausch bei OGC API Features verwendet und die Webmercator möchten lösen. Was ist? Ist GeoJSON das Datenaustauschformat für OGC API Features? Richtig. Wo darf es weitergehen? Finger an die Buzzer. Ich möchte gerne Zahlen 500. Zahlen für 500. So viele Kilometer umfasst der durchschnittliche Erdradius. Das wissen Menschen, die mit Projektionen und so vielleicht zu tun haben. Oder Ellipsoiden. Null Island hat gedrückt. Okay, warte, wir haben 32.000 Kilometer.
Krasowski? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3,1415, 2, 1. Und die Frage lautet? Nein, 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 nein. Gut argumentiert, aber leider falsch. Also, auf den Kilometer genau geht's schon, das kann man wissen. Ich mach mal wieder auf. Oh. Auf 10 Kilometer? 1000. Der Radius ist das, was von der Mitte bis zum... Ne? Also nicht so lang. Publikum? Ja, Teamwork. 6300 kam von da, der Rest kam von... Ja, ich habe jetzt rausgefunden. 6371. Da oben war eine Meldung, du hättest es gewusst? Dann schick eine Mail, kriegst du noch einen Buchpreis. Ich wollte die bei 300 reinsortieren. Puh. So, wo soll es weitergehen? Ich würde sagen, Null Island, ihr hättet viele Chancen. Ich nehme jetzt mal Team Föhr. Ihr dürft euch aussuchen, wo es weitergehen darf. Team Föhr, ihr dürft aussuchen. Dann ruf ganz laut, ich höre es. So, Volker sagt Vosges 400, habe ich gehört. Vosges 400, seid ihr bereit? Die Antwort kommt. In dieser Stadt findet die diesjährige Phosphogy Europe statt. Und gebuzzert haben Webmercato als Erste. Was ist Tartu? Absolut korrekt. Genau, wir haben auch zwei Preise oder drei Preise aus Tartu bekommen. Eine Tasse ist mit in den Preisen drin und wir haben noch zwei T-Shirts. Wie sagt man es heutzutage, einen taillierten, einen nicht taillierten sozusagen Schnitt. Ich weiß die Größe gerade gar nicht. Ich guck mal nach. Genau, ihr könnt schon mal nachdenken, wer von euch gerne eins haben will. Und wenn die Größe gleich feststeht, auch ob es auch passen würde. Und wer dann am schnellsten, bleibt sitzen. Also wir haben eine L. Ein L. Das sieht eher nach männlich aus. Ja. Dann gucke ich mal in den Raum. Und das sieht hier eher nach einer M in weiblich aus. Wunderbar. Einmal ja. L und männlich. Wer möchte ein richtig cooles, schönes Phosphor-G-T-Shirt haben? Da oben. Und nochmal bitte. Genau. Und das andere in S. Die sind richtig gut. Da vorne sehe ich. Wunderbar. Viel Spaß damit. Macht Werbung für die Phosphor-G-Europe und geht am besten hin. Das wird ein großartiger Spaß. Das war. Nö. Die Fragen sind alle total fair. So, es geht weiter. Webmercato, ihr seid im Gleichstand mit Team Grün. Wir müssen langsam mal reinhauen mit der Zeit, auch wenn Jörg hier vorne mit dabei steht. Wo soll es weitergehen? Vosges 300. Vosges 300. In diesem Hotel. Ja. Null Island. Was ist das Linux Hotel in Essen? Absolut korrekt. Und da mal passend zu eine Frage an die Leute im Chat, die noch dabei sind. Ist eine Schätzfrage. Die Lösung kommt vielleicht später, vielleicht auch gar nicht. Vielleicht wird es auch kompliziert. Wir werden irgendeine Lösung rausfinden und die wird dann gelten. Also im Chat könnt ihr mal alle schätzen und reinschreiben, was ihr schätzt, wie viele Einbuchungen im Ticketsystem es auf dieser Vosges gab. Wer am nächsten dran liegt, bekommt von uns einen Buchgutschein. Ist eine kleine Fangfrage für die Insiderwissen haben, aber ihr schafft das schon. Dann geht's weiter mit Null Island. Ihr habt genau, die Chance. Wir hätten gern Form und Formate 200. Form und Formate für 200. Ich hatte rumgefragt, wer was einreichen kann und einer meiner Freunde meinte dann, ich mach's mit KI und hat mir dann eine Kategorie geschickt. Fand ich witzig, war teilweise leider ein bisschen nicht so ganz gut. Dann habe ich gefragt, kann die auch reimen? Und dann kam das dabei raus. Sammlung von Formen, vielfältig und bunt. Welcher Geometrietyp bringt sie in einen Bund? Und für, glaubt die Antwort zu wissen. Wenn ich wollte.
Es ist kein Format im klassischen Sinne, es ist ein Geometrietyp. Ne? Also, ja, genau. Hm? Genau. Was ist eine Geometry Collection? Absolut richtig. Und führend, ihr dürft weiter aussuchen. Dann nehmen wir, keine Ahnung, Abkürzungen 200. Abkürzung 200, Finger an die Buzzer. Kongios. Ich hab's geahnt. Ich glaube, die war schon mal dabei. Null Island. Wie ist die Abkürzung für Konferenz der geodätischen, Studentenschaften? Nein. Ganz modern und gegendert. Studentinnen? Konferenz der geodätischen Studentinnen? Ich frage an den Teams, weiß jemand es besser und würde darauf pochen, dass er sie nochmal buzzern will? Dann würde ich sagen, das ist absolut ausreichend. Genau, an sich wäre es die... Genau. Die Konferenz der GDC-Studierenden der Hochschule im Dachraum. Genau. Lohnt sich, Mitglied zu sein, wenn man noch studiert. So, Null Island, ihr dürft noch mal weiter euch was aussuchen. Inseln 300, bitte. Inseln für 300. Welche Insel ist denn das? Mehr ist hier nicht dazu zu sehen. Team Grün, ihr glaubt es zu wissen. Sie ist relativ lang, ich glaube 17 Kilometer oder sowas. Ja, es handelt sich um eine ostfriesische Insel. Korrekt. Wer weiß es hier? Ich glaube, es ist die, die neben Baltrum ist. Und ich glaube, die Frage ist, was ist Juist? Aber ich bin mir nicht sicher. Möchtest du es wagen? Was ist Juist? Richtig. Manchmal weiß man nicht mehr so genau, wo man ist. Und da ist eine Frage in das Publikum. Wer war am Dienstag mit abends in der Lemmer Lounge und hat da lecker Fish and Chips gegessen und vergessen, seine Rechnung zu bezahlen? Gern beim Welcome Desk melden einfach oder eine Spende an den Foskes-Verein. Dann ist es wieder alles gegessen. So, Team Grün, ihr liegt vorne, ihr könnt noch verlieren. Es sind noch genug Punkte im Spiel. Wo soll es weitergehen? Hummel, Hummel, 100. Hummel, Hummel, 100. Was ist denn der zweitgrößte Fluss Hamburgs? Team Grün. Was ist die Alster? Richtig. Web Mercator, ist es noch alles offen für euch? Aber Team Grün kann erstmal wieder auswählen, wo es weitergehen soll. Inseln ja. 200, bitte. Inseln für 200. 95 haben Punks dort Chaos-Tage veranstaltet. Und Null Island, eure Chance, auf fast null Punkte zu kommen. Was ist die Insel Sylt? Richtig, was ist Sylt? Ein Motivationsapplaus für Team Grün, für Null Island. Team Grün hat genug Punkte. Einmal Null Island hier, ihr schafft es noch. Ich möchte gern zahlen, 100 bitte. Zahlen für 100. Finger an die Buzzer. Was ist denn das für eine Zahl? 3.36. Und Für hat als erstes geklickt, gedrückt. Was ist die Wurzel aus, was ist die aktuelle Versionsnummer von Kugis? Richtig. Ich gucke mal kurz auf meine Publikumsfragen. Genau, nochmal für... Ich würde sagen, ich werfe nochmal eine Schätzfrage in den Chat rein. Ihr könnt nochmal überlegen, was ihr glaubt, ihr könnt theoretisch ganz schnell recherchieren, wenn ihr schnell seid, wie viele Vorträge es auf der Foskes insgesamt gab mit dem Wort Kugis im Titel. Wer jetzt schnell ist oder gut schätzen kann im Chat, schreibt es rein und versucht es mal.
Letzte Kategorie, letzte Punkte, letzte Chance. Team Grün könnte ein paar Mal falsch antworten, dann wäre noch alles offen. Also Team Grün, Finger an die Buzzer. Nasse Grenzen. So nennt man eine politische Grenze, die durch Wasser definiert ist. Und Team Grün möchte es auch versuchen. Oder auch nicht. Was ist eine Seegrenze? Nee, der Begriff gilt auch für andere. Also nicht nur auf See. Von daher leider nein. Mit Mercato, ihr könnt den Gleichstand erzwingen und mich richtig in die Bedouille bringen. Der Buzzer ist wieder offen. Und Mercator wagt es. Was ist eine natürliche Grenze? Leider nein. Also ja, jein, theoretisch, aber gesucht ist was anderes. Kennt den Begriff hier jemand, der gesucht ist? Da oben sehe ich eine Hand. Nee. Ja? Nee. Zu meiner Entschuldigung, die wurde eingereicht. Eine blaue Grenze, sagt man dazu. Ja, lernt ihr was heute. Damit sind wir durch und herzlichen Glückwunsch Team Grün. Genau, die Preise. Matthias hat sich vorhin grob vorgestellt. Ich weiß nicht, ob ihr mit aufgepasst hattet. Wir haben sie versucht, so ein bisschen zu staffeln nach, da ist ein bisschen mehr drin, ein bisschen weniger. Das erste Team kannst du erst dich was aussuchen. Also ihr könnt euch einen Rucksack nehmen oder die Tasche mit. Auf jeden Fall eine von den vier Taschen, die sind gleich. Genau, es wird für alle was dabei sein. Und die nächsten Teams können danach was weiteres auswählen. Das heißt, Team Grün, schnappt euch euren Preis. Genau, und eine von den Tüten auch noch. Dann könntest du zusammenteilen. Ja? Die eine Frage war von mir falsch beantwortet. Oh, egal, hat niemand gehört. Ja, passt. So, zweiter Platz. Webmercator. Ihr könnt euch auch eine von den Taschen auf jeden Fall nehmen und einen der Rucksäcke, wenn ihr möchtet. Genau. Da war drin zum Beispiel eine Stirnlampe. Ich glaube, eine Schürze haben wir noch irgendwo mit drin versteckt. Wir haben ein Taschenmesser, wir haben Leckerlis aus der Schweiz, wir haben Trinkbecher und alles mögliche weitere. Ich wollte gerade sagen, da waren weniger als eben. Dann kommt für. Zwei Taschen sind noch da. Drei. Jetzt bin ich drei Taschen sind noch da. Das hier ist auch eine besondere, genau. Die geht an euch mit. Die sind gleich. Und der letzte Preis, Andy, Null Island. Herzlichen Glückwunsch. 1666. Okay. Null Island ist sich auch einig, es war teilweise falsch. Sehr schön. Lasst mich kurz schauen, ob hier noch was Wichtiges auf meinen Notizen steht. Ich glaube, eine Frage für den Chat haben wir noch. Wir haben noch einen Buchgutschein über, von daher würde ich da mal reinwerfen. Ich weiß die Antwort selber nicht. Sie wird auch gleich erst aufgelöst, das heißt, bleibt noch da. Wo wird denn nächstes Jahr vielleicht die Foskes stattfinden? Erste richtige Antwort im Chat wiederum gewinnt auch einen Buchgutschein. Damit sind wir durch. Vielen, vielen Dank an euch Kandidatinnen und Kandidaten, dass ihr es gewagt habt, hier vorne zu stehen. Das erfordert Mut. Wir hoffen, ihr hattet Spaß. Wir hoffen, ihr hattet Spaß. Wir hoffen, ihr habt Spaß mit euren Preisen und preist das Quiz auch für nächstes Jahr weiter an oder reicht Kategorien ein. Vielleicht machen wir was ganz anderes nächstes Jahr. Wir haben schon manche Ideen. Werden wir mal schauen. Genau, damit vielen Dank und kurze Pause, bis Jörg gleich weitermacht mit der Verabschiedung. Dankeschön. Danke.